Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie sich die Zeit nehmen, über Europa zu reden. Denn wir reden über Europa heute. Und diese Sendung findet statt im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises, der Europa-Union Lahn-Dill und der Stadt Wetzlar. Apropos Europa-Union, neben mir im Studio sitzt heute Sven Ringsdorf, der Vorsitzende der Europa-Union Lahn-Dill. Hallo Sven. Hallo Frank. Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist 30 Jahre alt, also 20 Jahre jünger als ich. Du bist Rechtsanwalt. Und machst du das selbstständig oder bist du da in einem Unternehmen tätig? Ich bin hauptsächlich in einem Unternehmen tätig. Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht, Vertragsrecht und im kleinen Rahmen in Solms in der Kanzlei, ja, freiberuflich. Freiberuflich. Aber ich erlebe dich ja auch als einen ziemlich aktiven Menschen. Du bist in ganz vielen Vereinen und du machst auch künstlerische Sachen. Kannst du da mal einen Überblick geben, was du so machst? Ja, du hast recht. Ich bin viel interessiert, engagiert. Ein Hobby von mir sind die Stadtführungen in Braunfels. Das mache ich jetzt 15 Jahre, also habe mit 15 angefangen. Ja, okay. Und das ist einfach ein nettes Hobby. Nettes Hobby von dir, ja. Europa-Union, das ist jetzt eine Sache, nicht jeder weiß, was das eigentlich ist. Ne? Was ist die Europa-Union? Die Europa-Union, das ist ein überparteilicher Verein. Der wurde nach dem Zweiten Weltkrieg europaweit gegründet, Union Europäischer Föderalisten. Sind europaweit oder in der EU etwa 15.000 Mitglieder. In Hessen haben wir 1.500 Mitglieder, sind gut verteilt über die Kreis- und Ortsverbände. Das heißt, das sind Menschen, die engagieren sich für Europa, für die föderale Idee, für die Kommunikation zwischen der europäischen Ebene und den Menschen, erklären. Die Europa-Union ist eine Bürgerinitiative, die war maßgeblich beteiligt an der Umsetzung vieler Initiativen aus der Gesellschaft und will ein Stück weit auch erklären und Transparenz schaffen. Einen Schwerpunkt auch auf junge Menschen setzen, dass man einfach so ein bisschen nach vorne schaut. Gut, fangen wir mal an mit den kommunalen städtischen Partnerschaften. Stichwort Wetzlar. Wetzlar unterhält ja bekanntlich Partnerschaften mit Neukölln, Pisek, Avignon, Schladming, Reit, Siena, Ilmenau und Colchester. Wie erlebst du denn diese Partnerschaften, diese kommunale Ebene, in der man dann mit anderen Regionen ja dann kommuniziert? Ja, Frank, das war eigentlich der Einstieg so für mich in die Partnerschaftsarbeit. Ich habe Italienisch gelernt hier in der Eichendorff-Schule in Wetzlar und bin da zur Deutsch-Italienischen Gesellschaft gekommen. Somit schon, ich glaube, mit 15 oder 16 nach Siena mitgefahren. Da haben wir dann 20 Jahre Partnerschaft gefeiert mit so einem großen Wurstfest oder Bierfest. Und so bin ich dann ja immer tiefer da reingekommen. Ich kenne aus jeder Partnerstadt jetzt mittlerweile Leute und finde das ganz toll, wie so der Gedanke gelebt wird. Also da sind Menschen dabei, die machen das schon seit 50 Jahren. Da sind aber auch Schülerinnen und Schüler jetzt dabei, Studierende, Auszubildende. Das heißt, das ist einfach ein tolles Beispiel, wie Europa ja nach dieser verheerenden Zeit rund um den Zweiten Weltkrieg wieder zusammenwächst und wie jetzt auch Ost und West einander näher kommen. Und deshalb begrüßen wir nun zum Gespräch den ehrenamtlichen Partnerschaftsdezernenten der Stadt Wetzlar, Herrn Karl-Heinz Kräuter. Ja, Herr Kräuter, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und heute dieses Gespräch mit mir führen wollen. Aber eine Frage habe ich, was macht eigentlich ein Partnerschaftsdezernent? Ja, ein Partnerschaftsdezernent ist dafür vorgesehen, in vielen Kommunen mit unseren langjährigen Partnerstädten das Thema Europa aufrechtzuerhalten und weiter Europa zu fördern. Und das machen wir hier in Wetzlar seit über 60 Jahren. Und ich mache das seit nunmehr genau auf den Tag, seit 31 Jahren für die Stadt Wetzlar. Seit 31 Jahren. Da haben Sie ja bestimmt unterschiedliche Mentalitäten auch kennengelernt bei den verschiedenen Partnerstädten, oder? Ist doch bestimmt immer wieder interessant, oder? Absolut. Also diese Partnerschaftsarbeit hat mir sehr viel Erfahrung gebracht, auch in der Zusammenarbeit mit Menschen. Ich habe noch sehr viele Leute kennengelernt, die den Krieg mitgemacht haben, gerade in Frankreich, in unserer Partnerstadt Avignon, und die auch hier in Hessen in Kriegsgefangenschaft waren. Und bin jetzt dabei, mit jungen Menschen, die eben versuchen, Europa mit aufzubauen, in ein Boot zu bekommen, um denen klarzumachen, wie wichtig Europa für die Partnerschaftsarbeit für Europa ist. Ja. Wie hält man denn derzeit Kontakt zu den Partnerstädten? Wir haben ja jetzt die Corona-Krise im Moment. Da heißt es doch sicherlich, elektronische Medien nutzen, Telefon, Skype, E-Mail. Wie arbeitet man da im Moment? Also wir haben
ich telefonisch Kontakt gehabt zu einigen Partnerstädten, zu Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mit Avignon zum Beispiel telefoniert, ich habe mit Schladming telefoniert, ich habe mit Pisek telefoniert. Ich bin immer noch so für das gesprochene Wort, das ist besser wie das Schriftliche. Und Isabel Kurz, die Mitarbeiterin aus dem Kulturamt, hat also E-Mail-Kontakt gehabt zu den anderen Partnerstädten und wir haben uns informiert, wie es denen geht, was sie für Probleme haben und ob wir helfen können. Und ist es da unterschiedlich jetzt im Moment in verschiedenen Partnerregionen? Ich meine, Sie haben angesprochen, Avignon ist ja eine unserer Partnerstädte. Wir haben Siena in Italien, was ja auch im Prinzip ein Hotspot war, Italien. Genau. Was haben Sie denn da für Rückmeldungen? Auch aus Colchester zum Beispiel, unserer britischen Partnerstadt. Also in Siena zum Beispiel, die hatten natürlich wie in Italien ganz große Probleme. Und Siena ist ja eine Stadt, die vom Tourismus lebt. Das ist natürlich alles weggebrochen. Auch sicherlich für die nächsten Wochen und Monate vielleicht noch nicht so aktuell sein, wie es früher war. Aber denen geht es ganz gut. Sie haben also, weil in der Toskana die Ausbreitung des Virus nicht so extrem war, haben sie aus anderen Ländern in Italien Kranke aufgenommen in den Krankenhäusern und haben auch Kontakt zu ihren, also die haben eine Partnerschaft mit einer Stadt in China und haben auch dort, soviel ich weiß, Sachen bekommen wie Mundschutz und so weiter. Das finde ich also auch sehr gut und wir haben Kontakt mit dem mit der Veronika Woppe und mit dem Carlo Infantino, denen geht es an für sich gut, aber es wird sicherlich für die Zukunft einiges zu machen sein, um das Alte wieder ins Laufen zu bringen. Ja, Sie sprechen es an, die Zukunft der Städtepartnerschaften. Ne? Wir haben jetzt Corona, es wird ja eine Übergangszeit noch sehr lange sein, bis wir wieder mal hoffentlich in persönliche Kontakte übergehen können. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Städtepartnerschaften? Ich denke, das wird weitergehen, nur es wird langsamer weitergehen und ich denke mal auch vor dem Hintergrund der finanziellen Probleme in den jeweiligen Ländern, und das merken wir bei uns ja in Wetzlar auch schon, wird das sicherlich weniger werden und wir werden die Kontakte intensiver pflegen müssen, aber mit weniger Mitteln. Jetzt wären ja gerade Jubiläumsveranstaltungen dran gewesen. Ne? Sie haben das ja schon angedeutet. Genau. Wir haben Ilmenau, wir haben Avignon. Ne? Da gibt es jetzt auch viele Veranstaltungsausfälle und Absagen leider. Ne? Absolut. Wir hatten ja für dieses Jahr vor allen Dingen unsere Jubiläen geplant im Rahmen unseres Ochsenfestes. An dem Ochsenfest nehmen ja seit vielen Jahren, Jahrzehnten die Partnerstädte teil, die sich dort präsentieren an Ständen und so weiter. Und das war auch in diesem Jahr wieder vorgesehen. Im Juni war das Ochsenfest geplant und in dem Rahmen wollten wir die Partnerschaftsjubiläen 60 Jahre mit Avignon und 30 Jahre mit Ilmenau feiern, was sich aber jetzt alles zerschlagen hat. Die Schladminger wollten mit einer Kapelle kommen und die wollten zusammen mit der Gabenheimer Kapelle am Ochsenfest ein Frühschoppen veranstalten. Und das wird alles wegfallen und ich denke mal gerade die Freunde aus Avignon, die hatten schon die Busse bestellt, die hatten schon die Hotels hier in Wetzlar klar gemacht, musste alles abgesagt werden. Nicht so einfach für die in Avignon und auch für uns hier in Wetzlar. Vielleicht zum Abschluss, Herr Kreuter. Sie haben eben angesprochen, dass Sie in den Partnerregionen auch Kontakt haben mit Leuten, die noch den Krieg erlebt haben, gerade in den Anfangszeiten der Partnerschaften. Es ist doch sicher, und ich glaube, da stimmen Sie mir zu, wichtig, natürlich auch für Versöhnung zu sorgen. Denn natürlich haben unter gerade dem Krieg viele Menschen gelitten. Ist es denn möglich, da auch junge Leute weiterhin dafür zu interessieren, an diesen Geschichten auch der Älteren, die Europa noch als eine Region mit Grenzen, mit Feindschaft erlebt haben, da weiter die jungen Leute zu begeistern? Ich denke, das machen wir eigentlich sehr aktiv hier in Wetzlar, dass wir die Jugend mit einbinden, denen die Vergangenheit klar machen in Europa, wie es war und wie die Zukunft sein könnte. Wir hatten zum Beispiel geplant für dieses Jahr mit einer Jugendgruppe aus Wetzlar und aus Ilmenau nach Berlin-Neukölln zu fahren, unsere Partnerstadt oder Partnerbezirk in Berlin, um dort das Thema Mauerfall, die Entstehung der Mauer
75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges in Berlin, in Wetzlar, in Ilmenau, den darzustellen. Auch das wird wahrscheinlich ausfallen. Da ist immer noch gute Hoffnung, dass vielleicht im Herbst das passieren könnte, aber wir wissen es nicht. Es wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden können. Zum Beispiel ein Thema zu dem Thema Vergangenheit und Zukunft für junge Leute in Europa. Ja, lieber Herr Kreuter, ich bedanke mich dann ganz herzlich für dieses nette Gespräch und wünsche Ihnen und allen Partnerregionen natürlich eine glückliche Hand jetzt in dieser Krisenzeit und dass wir uns alle persönlich bei Veranstaltungen wiedersehen können und miteinander ins Gespräch kommen können. Dankeschön. Bitteschön. Ich wünsche mir das auch für alle Bürger in Wetzlar. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Sie gesehen haben, wir arbeiten heute mit verschiedenen technischen Methoden. Natürlich auch aus Gründen der Corona-Sicherheit, der Hygienemaßnahmen wollen wir nicht zu viele Menschen auch im Studio haben. Deswegen haben wir die Gespräche vor der Sendung aufgezeichnet. Aber die technischen Möglichkeiten sind ja ohnehin grenzenlos und deswegen freuen wir uns nun auf einen Gruß aus einigen unserer Partnerstädte, natürlich mit Musik. Liebe Freunde in Wetzlar, lassen Sie mich in dieser schwierigen Zeit im Namen der Stadt Bisek Ihnen alle guten Wünsche und auch die Hoffnung, dass es Ihnen, unseren europäischen Freunden, gut geht, schicken. In der Tschechischen Republik ist es uns dank einer Reihe von Maßnahmen gelungen, die Coronavirus-Epidemie unter Kontrolle zu halten. Unsere Stadt Písek ist eines der am wenigsten betroffenen Gebiete im Land. Trotzdem ist in unserer Stadt eine große Welle der Solidarität zustande gekommen, auf die wir sehr stolz sind. Viele unserer Bürger nähen und verteilen Masken, drucken Schutzschilde und versuchen auf verschiedenen Wegen zu helfen. Unser Stadtrat entschied über finanzielle Unterstützung an Unternehmer in Písek, die ihre Filialen schließen mussten. Es werden auch Mieten in städtischen Räumen erlassen. Die Stadt verteilt zudem Schutzmittel und so weiter. Wir freuen uns, dass auch von Ihnen aus Wetzlar Hilfe angeboten kamen. Nur gemeinsam können wir nämlich die Pandemie bewältigen. Wir mussten auch einige strenge Sicherheitsvorkehrungen treffen. Wir können uns als Partner in Europa nun auch nur auf diese Weise virtuell treffen. Aber wir hoffen auf bessere Zeiten, in denen wir uns wieder mal auf der Biseker oder Wetzlarer Alten Brücke sehen. Ich möchte auf diese Weise Solidarität mit Ihnen, unserer Partnerschaft, ausdrücken. Wir bleiben bei Ihnen in unseren Gedanken und sind auch bereit zu helfen, wenn gebraucht. Hier bin ich, Councillor Nick Cope, der Bürgermeister von Colchester. Guten Tag. Und jetzt auf Englisch. Life in Colchester is under strict lockdown. Children are not going to school. Non-essential shops are shut. Grandparents cannot be with their grandchildren. Some parents work from home and homeschool all at the same time. Teenagers long to be with their friends. It is so stressful, life is unbelievably different. But good things happen too. The street where I live has a neighborhood app, and I'm getting to know my helpful and friendly neighbors up and down the road. When I walk my dog, I meet and acknowledge, from 2 meters apart, of course, total strangers. We smile, give a small wave, exchange a few pleasantries.
You would call it gemütlich. Never happened before. And so many people, big and small, are running, jogging, cycling and walking. More than I've ever seen. Though I would love to have a quick swim in your lovely large swimming pool. My dog is losing weight, and because our walks are longer and more frequent, so are we. One joy is that with little traffic on the roads, suddenly I see families with small children on their tiny bikes, cycling on our empty streets, having fun. The roads are normally too dangerous for this sort of activity, sadly, and we have few cycle lanes. It reminds me of my childhood when I could cycle anywhere. With everyone's access to the great outdoors currently curtailed, Colchester Borough Council's Friendly Parks team is determined to bring a smile to residents' faces. The team, who are usually busy running activities for everyone across the borough, have decided to bring the great Colchester outdoors to residents. Each week, the team will be sharing some fun activities that can be tried at home or while out taking daily exercise with your household. These are mainly aimed at children, but anyone can give them a go. Every Thursday night at 8 p.m, the nation applauds the NHS and key workers, expressing our collective and heartfelt gratitude at what they are doing for us all. My wife, Elizabeth, the mayoress, and I stand on the street by our house and clap and wave and shout with our neighbours. It is a happy and sad and thoughtful moment. We remember those who are no longer with us, having not survived this awful COVID-19. But we recognise we are all in this together, which is comforting, encouraging and uplifting. We need and are grateful to our other key workers. Our dustmen continue to keep our recycling and rubbish collections going throughout the crisis, although garden waste collections suspended. They are doing such an incredible job and are our frontline heroes. As are the delivery workers bring us our takeaway orders, Amazon parcels, letters, grocery orders, deliveries from innovative small businesses who have found new ways to keep going. Then there are the volunteers who are such an asset in our society, and the officers in the council who, with the help of elected councillors, are coordinating this work. Colchester Borough Council COVID-19 Community Response. During these worrying and unprecedented times, Colchester Borough Council, CBC, continues to work closely with local strategic partners, banded together as one Colchester. The council, voluntary sector, police, health, education and business community, along with many others, make up the partnership and are committed to close collaboration in support of our communities. Our business community, despite all their own challenges, are stepping up and helping in so many ways, and the council is committed to supporting and keeping them up to date with advice and information as soon as things are shared from government. C360 is already coordinating an extensive volunteer response, along with many local communities who are mobilising themselves into action. With many of our town centre shops shut and other service businesses having to close, help and support has been put in place for them too. The council is to fund the Colchester Business Enterprise Agency, COLBEA, Colby, $9,450 over the next 3 months to help support local business through COVID-19. This is just one of many ways the council is supporting the local economy through the crisis. We have already distributed more than £26 million of grants over the past weeks to cover 2,000 local businesses and continue to plan for post-lockdown recovery, with more details announced as soon as we can. And another help, the council has also distributed £42 million of government money to support local businesses affected by coronavirus. The council is playing a full part to ensure local businesses are aware of the range of support available and get help swiftly out to them. Town hall staff and council officers have had many new and different tasks to undertake. They are brilliant working behind closed doors for the benefit of everyone in Colchester. They are unsung heroes. I feel quite humble that as purely a figurehead, I do very little. I cannot thank them enough for all they have had to do in our strange, new and unprecedented existence. So from Colchester, we try to remain cheerful, pragmatic and realistic. We understand this is a terrible and dangerous pandemic, which makes us scared and anxious for our families, ourselves, our community and our future. I know you share these feelings too, but I hope soon for better times and to enjoy the life we once knew, so swiftly taken from us. On behalf of the Borough of Colchester, I send all my best wishes to our partner Stadt Wetzlar, to all our friends and
all the citizens. May you stay well and strong and keep in touch. Liebe Freundinnen und Freunde in Wetzlar, lieber Bürgermeister Manfred Wagner, heute vor 75 Jahren sind wir vom Faschismus befreit worden und genau deswegen haben wir auch anschließend ganz viele Partnerschaften auch gegründet, um die Völkerverständigung fortzusetzen, gerade auch in Zeiten der Teilung und gerade auch nach den schlimmen Ergebnissen des Nationalsozialismus hatte das eine ganz große Bedeutung und hat es natürlich auch weiterhin. Genau darum pflegen wir auch schon seit über 61 Jahren hier und eine ganz rege Partnerschaft, die wir auch vor knapp 61 Jahren dann auch gemeinsam besiegelt haben und die wir sehr erfolgreich fortsetzen. Ich denke gerne daran zurück, als ihr im letzten Jahr hier bei uns in Neukölln gewesen seid und hätte mich sehr gefreut, wenn wir in diesem Jahr zu euch gekommen wären. Leider findet der Austausch unter Pandemiesituationen etwas anders statt. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns aber trotzdem quasi sehen können oder ihr mich zumindest sehen könnt und sende ganz herzliche Grüße nach Wetzlar und möchte nur noch mal deutlich machen, gerade in dieser Pandemiezeit kommt auf uns eine ganz besondere Verantwortung als Kommune zu, weil wir sind diejenigen, die unmittelbar die öffentliche Ordnung für die Bürgerinnen und Bürger sicherstellen, aber natürlich auch die Gesundheitsvorsorge und die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherstellen. Das heißt, auf uns kommt es an und in dem Sinne sende ich ganz solidarische Grüße nach Wetzlar und freue mich auf einen Austausch und hoffe, dass wir uns eher früher als später wiedersehen, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wann genau das sein wird. Ganz liebe und herzliche Grüße aus Neukölln, euer Martin Hicke. Liebe Freunde in Wetzlar, ich hoffe, Ihnen allen geht es gesundheitlich, vor allem gesundheitlich gut. Ich möchte Ihnen allen ganz, ganz herzliche Grüße aus Ilmenau übersenden auf diesem doch etwas unkonventionellen Weg. Die besondere Situation macht das aber anders gar nicht möglich. Und genau diese Situation ist natürlich auch der Grund, warum die Europawoche in diesem Jahr sicherlich ein wenig anders ausfällt als sonst. Dennoch ist es natürlich schön, solche digitalen und modernen Wege nutzen zu können. Die besondere Situation in Ilmenau ist glücklicherweise aus der gesundheitlichen Perspektive nicht so dramatisch wie vielleicht in anderen Regionen in Deutschland. Darüber sind wir sehr glücklich, dennoch leiden auch wir in Ilmenau, vor allem die Menschen, vor allem Familien, unter den Einschränkungen. Aber ich kann aus meiner Perspektive berichten, dass durchaus eine große Akzeptanz und ein großes Verständnis für die Maßnahmen besteht. Und jetzt die Menschen sich aber auch freuen, wieder nach vorne zu gucken. Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels und das ist sicherlich auch gerade im nahenden Sommer ein gutes und positives Signal. Das Thema Europa ist natürlich dennoch ein ganz, ganz wichtiges, das wir auch in dieser Form jetzt begehen sollten. Europa ist für mich persönlich ein Projekt des Friedens und der Freundschaft. Und Freundschaft ist natürlich auch das Stichwort, wenn wir über unsere Partnerschaft mit Wetzlar sprechen. Eine Freundschaft, die jetzt über drei Jahrzehnte sehr, sehr aktiv, manchmal weniger, manchmal wieder mehr, gepflegt wurde und die ich sehr, sehr gerne auch weiter pflege. Leider ist es so gewesen, dass wir unser diesjähriges Jubiläum nicht so feiern konnten, wie wir es eigentlich vorgehabt hatten und unsere Veranstaltung im Frühjahr absagen mussten in Ilmenau. Aber aufgeschoben heißt nicht aufgehoben und ich freue mich schon jetzt drauf, die Freunde aus Wetzlar wieder hier in Ilmenau begrüßen zu können, wann auch immer dann die nächste Gelegenheit sein wird. Deswegen möchte ich jetzt schon zum Ende kommen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, bleiben Sie gesund und fühlen Sie sich herzlich willkommen, sobald sich alles gelockert hat, wieder nach Ilmenau zu kommen. Alles Gute. Avec toi, pour se sentir humain.
Ja, auch der Landil-Kreis hat ja Partnerregionen, sind ja nicht nur die Städtepartnerschaften. Welche Partnerregion hat eigentlich der Landil-Kreis? Der Landil-Kreis als Kreis hat einmal Krocisk in Polen und wir haben Osmangazi in der Türkei. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben ja noch 23 Städte und Gemeinden, die auch noch alle ganz viele Partnerstädte haben, rund über die EU verteilt. Das heißt, da ist ein ganz lebendiger Austausch, viele Begegnungen. Da finden auch viele Reisen statt. Also das ist wirklich eine tolle Gelegenheit, auch die Kulturen kennenzulernen. Ja. Wie wichtig sind denn für dich jetzt als jungen Menschen diese offenen Grenzen? Ich meine, mein Sohn ist jetzt 13 Jahre alt. Ich glaube, der kann sich gar nicht mehr vorstellen, wenn er bei seinen Großeltern in Ostfriesland ist, dass man nicht schnell nach Holland rüberfährt. Das ist ja im Prinzip eine flüssige Sache. Wie wichtig ist das für dich geworden? Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin 30 Jahre alt, 1989 geboren. Also gerade zu der Zeit, als die Grenzen dann endlich auch geöffnet wurden. Ja, also für mich ist das absolut selbstverständlich. Ich genieße das auch. Also mal, ich sage das auch mal ein Wochenende nach Sardinien oder nach Ljubljana, nach Riga über Silvester. Das, die letzten Jahre habe ich viel ausprobiert und mitgemacht. Das ist toll. Man lernt neue Kulturen kennen. Man sieht auch, wie da Europa gelebt wird. Ich erlebe, dass Europa gerade in neuen EU-Staaten viel wichtiger ist, lebendiger, nicht selbstverständlicher. Also in Riga zum Beispiel, in Ljubljana, aber auch die ja da unten in der Nähe zum Balkan eine ganz besondere Rolle spielen, wo andere Länder noch davon träumen, Teil der EU zu sein. Das Reisen, gerade auch in den jetzigen Zeiten, vermisse ich natürlich. Wir sind ja sozusagen eingesperrt, aus vernünftigen Gründen natürlich, Gesundheitsschutz, aber es fehlt natürlich. Die Grenzen sind dicht, so dicht, wie sie schon viele Jahre, Jahrzehnte nicht mehr waren. Und da kommen wir natürlich zu dem Punkt auch Warenaustausch. Wir haben ja gehört, wie schwierig es ist, teilweise grenzüberschreitend auch, dass Arbeitnehmer gar nicht zu ihrem Arbeitsplatz kommen, wenn der jenseits der Grenze liegt. Das haben wir erlebt. Und sicherlich auch eine wichtige Sache, natürlich Warenaustausch, Wirtschaft jetzt. Absolut, in der Situation, ja. Ne? Ja, klar. Man muss Aufträge reinkriegen, man muss auch Ware ausliefern können. Das endet nicht mehr an der Grenze in Bayern, nicht mehr in Sachsen oder nicht mehr in Nordrhein-Westfalen, sondern man muss eben in die Benelux-Staaten, man muss nach Polen, nach Österreich und auch darüber hinaus auch die EU teilweise verlassen. Ja. Das alles ist jetzt erschwert. Man sieht es im Fernsehen, stundenlange Staus von LKWs, die überhaupt nicht mehr rüberkommen. Und zum Thema Wirtschaft hatte ich die Gelegenheit zu sprechen mit dem Wirtschaftsdezernenten des Landil-Kreises, der auch gleichzeitig natürlich für Europa-Angelegenheiten zuständig ist, nämlich Herrn Wolfram Dette. Ja, Herr Dette, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Aber zunächst mal die Frage, was macht eigentlich ein Kreiswirtschaftsdezernent? Nun, ein Kreiswirtschaftsdezernent versucht, die Aktivitäten der Wirtschaft zu unterstützen in unserem Kreise. Ich bin ja ehrenamtlich tätig, nachdem ich meine hauptberufliche Tätigkeit Ende 2015 beendet habe, mache das aber sehr gern als Dezernent und bin in dieser Aufgabe nicht nur für den Bereich Wirtschaft, sondern auch für den Bereich Tourismus und die Europabeziehungen des Kreises zuständig. Und das verbindet sich eigentlich ganz gut, weil hier sowohl wirtschaftliche wie auch europäische Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Und da kann der Kreis das unterstützen, was unsere Wirtschaft an Lahn und Dill ausmacht. Und die ist natürlich sehr stark auch exportorientiert geprägt. Ja, jetzt sind natürlich gerade Wirtschaft und Tourismus in dieser Krise extrem betroffen. Kann man da überhaupt noch mit nationalen, mit kleinteiligen Maßnahmen etwas erreichen oder muss es auch europäische Maßnahmen letztendlich geben? Also ich will mal vom Landil-Kreis ausgehen. Unser Landkreis ist der am stärksten industrialisierte Landkreis in Hessen, hat einen sehr hohen Exportanteil. Unsere Arbeitsplätze leben zu einem großen Teil davon, dass die Menschen außerhalb von Deutschlands unsere Waren, unsere Dienstleistungen kaufen. Und allein deshalb sind wir europäisch orientiert und wir brauchen freie Warenverkehre, wir brauchen offene Grenzen und wir brauchen europäische Rahmenbedingungen, zumal der größte Teil unseres Exportes nach Europa innerhalb der EU wahrgenommen wird und wir deshalb natürlich gerade dort ein hohes Interesse daran haben, dass wir gute Rahmenbedingungen haben. Ich denke, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine ganze Menge geschafft haben innerhalb von Europa und wir müssen die aktuelle Krise jetzt als Anlass nehmen, einerseits darüber nachzudenken, wie kann das eine oder andere vielleicht in der Lieferkette so verbessert werden, dass unsere Unternehmen nicht daran kranken, dass die Lieferketten zu schnell unterbrochen werden. Auf der anderen Seite darf aber diese Krise nicht dazu führen, dass
plötzlich nationale Alleingänge sowohl in wirtschaftlicher wie auch in gesellschaftlicher Hinsicht auf den Weg gebracht werden. Denn das bringt uns nicht weiter und trifft uns im Lahn-Dill-Kreis als exportorientierter Landkreis sehr stark. Und da hängen viele tausend Arbeitsplätze von ab. Und deshalb bin ich mir einig eigentlich mit der IHK und allen wirtschaftlich aktiven Menschen in unserem Landkreis, dass wir hier weiter daran arbeiten müssen, in absehbarer Zeit die Grenzöffnung und auch die Exportmöglichkeiten so weit wieder zu verbessern, wie das auch vor der Krise gegeben war. Hat denn der Schengen-Raum als solches noch eine Zukunft? Es wird ja auch hier und da immer kritisch diskutiert über solche Dinge, gerade wenn es um den Handel geht. Gerade in den jetzigen Rahmenbedingungen ist das ja eine schwierige Sache, das auch für die Zukunft weiterhin zu gestalten. Wie sehen Sie das? Also der Handel ist die eine Seite. Wir haben natürlich im Schengen-Raum auch freie Grenzen und damit die Möglichkeit, dass die Menschen über die Grenzen hinweg sich begegnen können. Es sind viele wirtschaftliche Verflechtungen eingetreten in den letzten Jahren, dankenswerterweise. Und aktuell in der Krise wird das ja sehr deutlich. Wenn jetzt plötzlich in Bayern Krankenhäuser darüber klagen, dass ihre Pflegekräfte und Ärzte aus der Tschechoslowakei nicht über die Grenze kommen können. Wenn in Deutschland darüber geklagt wird, meine Schwester wohnt direkt an der französischen Grenze in Neuenburg am Rhein, dass die Geschäfte leer sind, weil die Hälfte der Umsätze in Neuenburg von Franzosen gemacht werden. Ja. Wenn die Beziehungen zwischen dem Saarland beispielsweise und Frankreich so unterbrochen werden, dass die Saarländer klagen, dass sie ihre Produktionen und wirtschaftlichen Betriebe nicht ordentlich weiterführen können, weil ihnen die Arbeitskräfte mitfehlen, die aus Frankreich kommen und umgekehrt, dann sieht man, wie eine europäische Region inzwischen zusammengefunden hat und die Grenzen für die jüngere Generation eigentlich nur noch virtuell mit waren und gar nicht mehr real mit waren. Und diese Erfahrung, jetzt wieder zurückgeworfen zu werden auf einen Zustand wie in den 60er Jahren, das ist natürlich bitter für die Menschen, hat aber zugleich die Chance, dass man erkennt, welche Bedeutung diese Freizügigkeit, diese Möglichkeit innerhalb des europäischen Raumes sich zu bewegen, sei es als Tourist oder als Arbeitnehmer, auch für die Zukunft haben wird. Und deshalb bin ich hoffnungsvoll, dass es vielleicht nach der Krise doch wieder ein stärkeres Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern geben wird, welchen Wert Europa für uns tatsächlich hat. In diesem Zusammenhang haben wir eine allgemeine Wertediskussion in der Europäischen Union ja auch. Man sieht, dass es Länder gibt, die bestimmte Werte anders interpretieren, anders auslegen. Und kann eigentlich die Europäische Union noch auf der Basis gemeinsamer Werte handeln? Und was ist eigentlich zu tun, um diese Werte so ein bisschen wieder zu verankern? Ich möchte mal Werte wie die Freiheit zum Beispiel nehmen, Rechtsstaatlichkeit und freie Presse. Es gibt unterschiedliche, ich sage es höflich, Interpretationen in den verschiedenen Ländern mittlerweile. Was ist da zu tun, um da das Ganze wieder ein bisschen auf eine gemeinsame Wertebasis aller EU-Mitglieder zu stellen? Also wenn man es mal zunächst historisch betrachtet, wir sind ja jetzt gerade 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, war die europäische Idee zunächst eine Friedensidee. Nicht mehr Kriege zu führen in Europa, gemeinsamen Wiederaufbau zu starten. Dann kam die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die diese Idee aufgenommen hat und auf den Weg gebracht hat, den wirtschaftlichen Austausch, die Vernetzung. Zollschranken sind sukzessive gefallen und haben zum europäischen Binnenhandel, der ein großer Erfolg geworden ist, beigetragen. Und dann kam die Europäische Union. Und die Europäische Union hat mehr und mehr sich auch zu einer Wertegemeinschaft entwickelt, die über den freien Handel hinaus auch gemeinsame Ziele, gemeinsame ethische, aber auch gemeinsame Grundrechte zum Grundsatz gemacht hat, etwa
dafür, dass eine gemeinsame Außenpolitik formuliert werden kann. Die kann ja eigentlich nur formuliert werden, wenn man gemeinsame Grundsätze mit hat, eine gemeinsame Entwicklungspolitik oder andere Dinge. All das setzt voraus, dass man einen Grundkonsens mit hat. Und dieser Grundkonsens ist ja niedergelegt worden in vielen gemeinsamen vertraglichen Grundlagen der Europäischen Menschenrechtscharta und. Ich will das nicht im Einzelnen aufführen. Und der Europäische Gerichtshof ist als Instanz akzeptiert worden von allen beteiligten Staaten innerhalb der EU, um eine Grundlage zu haben, dass auch diese Rechtsprechung in den einzelnen Ländern akzeptiert wird. Wir müssen nun leider beobachten, dass in einzelnen Ländern die Frage beispielsweise der journalistischen Freiheit oder der Gewaltenteilung, hier Unabhängigkeit der Justiz, in Frage gestellt wird, Stichwort Polen, Ungarn. Es gibt aber auch in anderen Ländern, wenn ich mal an populistische Bewegungen in Frankreich oder Italien oder auch in Deutschland denke, immer wieder Ansätze, diese Werte in Frage zu stellen und nationalistische Überlegungen in den Vordergrund zu stellen und zugleich demokratische Grundüberzeugungen so allmählich beiseite zu schieben. Und hier ist es sehr wichtig, dass der Europäische Gerichtshof, aber auch die Europäische Kommission als Wächter der gemeinsamen vertraglichen Grundlagen, die eben diese Grundsätze, Gewaltenteilung beispielsweise beinhalten, tätig werden und auch auf Entwicklungslinien hinweisen, die in die falsche Richtung gehen in den Staaten. Das müssen sie auch akzeptieren, diese Staaten, denn sie haben sich ja auf der anderen Seite vertraglich gebunden, diese Grundsätze zu wahren. Und das ist eine ganz schwierige Balance. Wir sehen im Moment Vertragsverletzungsverfahren gegenüber Polen, die im Hinblick auf Unabhängigkeit Justiz mitlaufen. Auch Ungarn steht im Fokus, was die Freiheit der Berichterstattung mit betrifft. Und ich halte es für wichtig, dass diese Verfahren konsequent durchgezogen werden, damit klar ist, dass die Europäische Union nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft mit darstellt und wir gleichzeitig auch intern deutlich machen, dass wir diese Werte innerhalb der Europäischen Union gegenüber unseren Partnern leben und mit Leben erfüllen wollen. Von daher gesehen ist es eine schwierige Herausforderung, die viel diplomatisches Geschick erfordert. Ich bin mir aber sicher, dass die neue Kommissionspräsidentin von der Leyen hier konsequent handeln wird und wir als Deutsche da natürlich unseren Beitrag leisten müssen. Ein wichtiges Thema haben Sie eben angesprochen, das war, dass sich junge Menschen vielleicht gar nicht mehr vorstellen können, dass es mal Grenzen gab. Vielleicht können wir zum Abschluss dieses sehr informativen Gespräches meinem 13-jährigen Sohn noch was mitgeben. Was kann er tun oder seine Altersgenossen tun, um sich auch wieder ein bisschen für Europa zu engagieren? Wie können wir diesen Gedanken in die Jugend jetzt hineintragen als positives Signal vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches? Gerade die persönlichen Erfahrungen von jungen Menschen im partnerschaftlichen Austausch mit unseren Partnerstädten ist eine gute Chance, mal in Familien hineinzukommen, zu sehen, wie wird in Frankreich, in Italien oder in der Tschechei der Alltag gestaltet, welche Möglichkeiten gibt es dort, Vorurteile abzubauen, wie kann man die europäische Ebene nun auch durchaus mit den virtuellen Möglichkeiten, die wir haben, über gemeinsame EU-Projekte gestalten und weiterentwickeln. Es gibt ja viele Schulpartnerschaften, wo auch gemeinsame Forschungsprojekte entwickelt werden, die noch von der EU gefördert werden. Und da sehe ich große Chancen, dass man sich austauscht, sowohl virtuell, aber auch real. Also allein das Virtuelle reicht nicht, weil das hat so manchmal ein bisschen einen sehr abstrakten Charakter. Und das Reale, das wirklich Kennenlernen in einer Familie leben, Alltag in der Schule oder im Arbeitsverhältnis wahrnehmen, ist eine große Chance, um letztlich die europäische Identität zu stärken und auch für die Jugendlichen einen persönlichen Erfahrungshorizont zu erweitern, den sie sonst so nicht bekämen. Auch wenn man mal reist, ist das nicht das Gleiche, als wenn man mal eine Familie in der Realität kennenlernt.
Dann nehmen wir das doch mal als Abschluss mit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dette. Es war wie immer interessant, mit Ihnen zu reden. Und hoffen wir, dass wir uns alle bald mit unseren europäischen Partnern wieder persönlich Aug in Aug verständigen können. Vielen Dank, Herr Mignon, für dieses Gespräch. Und ich bin sehr dankbar, dass wir hier gemeinsam mit der Stadt Wetzlar, der Europa-Union, schon seit vielen Jahren eine klare Linie fahren. Europa kann nur gemeinsam weiterentwickelt werden. Und das wollen wir auch hier vor Ort in unserem Land-Dill-Kreis tun. 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges, 70 Jahre Schumann-Erklärung und 30 Jahre deutsche Einheit. Das sind ziemlich viele Daten, die wir eigentlich jetzt in dieser Zeit feiern. Aber gleichzeitig kommt ja was auf uns zu, nämlich die Ratspräsidentschaft der EU für Deutschland. Wie siehst du das, Sven? Was kann Deutschland da für eine Rolle spielen? Herr Frank, du hast natürlich absolut recht. Zurzeit sehen wir, wie die EU kämpft, jeder Nationalstaat für sich. Und Deutschland ist turnusmäßig jetzt wieder dran, die EU-Ratspräsidentschaft zu übernehmen. Ab Sommer hatte eigentlich ganz andere Schwerpunkte sich überlegt und gesetzt. Themen gibt es ja genug, gerade zu Beginn jetzt der neuen EU-Kommission. Wie soll die Zukunft der EU aussehen? Jetzt wird das Ganze natürlich noch mal ein bisschen umgedreht. Die Schwerpunkte verlagern sich. Da wird sicher um europäische Gesundheitspolitik gehen, auch um Lehren aus der Krise, jetzt aus der Zeit. Natürlich auch um Fragen der Finanzierung von stärker betroffenen Staaten und weniger stark betroffenen Staaten. Wie arbeiten wir besser zusammen? Wie wollen wir auch ein Stück weit Normalität wiederherstellen? Da muss Deutschland moderieren, vor allen Dingen auch auf kleinere Staaten Rücksicht nehmen, auf größere, auf unterschiedliche Interessen. Und Frank, ist ganz wichtig, die Parteien und die Regierungen in den Ländern setzen sich aus, ich meine, über 120 politischen Parteien zusammen, ja, von ganz weit links bis sehr weit rechts. Das heißt, da einen Konsens zu finden, EU lebt ja von Konsenspolitik, ja, ist eine ganz schwere Herausforderung. Das heißt, da sind unsere Politiker richtig gefordert, ab Sommer da wirklich eine Moderation auch durchzuführen, die auch das große Ziel vor Augen hat, nämlich eine noch besser zusammenarbeitende Europäische Union. Das klingt nach einer Mammutaufgabe. Das Ganze. Das sehe ich auch so, ja. Aber da können wir, glaube ich, alle ein Stück auch zu beitragen, weil dazu gehört auch eine europäische Demokratie, Diskussionen, so Sachen, wie wir die heute machen, in Vereinen, nicht nur in Europa oder Partnerschafts- oder Kulturvereinen, sondern quasi die Diskussion, der Austausch, die Meinungsbildung, vielleicht auch mal eine Meinung hinterfragen. Du bist ja auch entsprechend mit Skeptiker, Stammtisch und Co. da auch engagiert. Das heißt, nicht dumm erstmal was hinnehmen oder glauben, sondern fragen, ist das eine seriöse Quelle? Was denke ich dazu? Ja. Wie könnte man das vielleicht anders noch bewerten? Was habe ich für eine Vision und Vorstellung? Ich glaube, Demokratie lebt ja auch immer von unten nach oben. Also jeder soll sich einmischen und mitmachen. Wir haben auch wieder Wahlen in den nächsten Jahren auf unterschiedlichen Ebenen, die vielleicht ganz anders ablaufen, als wir die uns vorstellen. Vielleicht als Briefwahl, vielleicht werden sie verschoben. Aber ich will einfach nur so ein bisschen motivieren, sich da auch gesellschaftlich einzubringen. Ja, hast ein gutes Stichwort gebracht, von unten nach oben. Ich würde sogar mal sagen, wir gehen mal in die Querverbindung. Aus Hessen nach Europa und aus Europa nach Hessen. Das könnte das Motto für unseren nächsten Gesprächspartner sein. Er ist Staatssekretär für Europaangelegenheiten und ich freue mich auf das Gespräch mit ihm, das wir auch vorher aufgezeichnet haben. Herzlich willkommen, Marc Weinmeister. Ja, Herr Weinmeister, schön, dass Sie dabei sind und uns jetzt aus Wiesbaden zugeschaltet sind. Was macht eigentlich ein Europastaatssekretär? Ja, hallo Herr Mignon. Ein Europastaatssekretär ist, bei mir ist es jedenfalls so, für den gesamten Bereich der Landespolitik bzw. der Landesregierung und ihre europapolitische Ausrichtung zuständig. Ich habe noch eine Ministerin über mir, die zuständig ist, nicht nur für Europa, sondern auch für die Bundesangelegenheiten und auch Bevollmächtigte des Landes Hessen bei Bund ist. Ich bin komplett konzentriert auf die Europäische Union. Das bedeutet, unsere Anliegen, die wir als Bundesland Hessen in Brüssel haben, beim Rat, bei der Kommission oder beim Parlament, die versuche ich dort vor Ort zu vertreten. Wir haben eine Landesvertretung in Brüssel, die mich dabei unterstützt und wir sind so eine Art vorgeschobener Beobachter der hessischen Landesregierung, um genau zu gucken, was passiert jetzt gerade in Brüssel, welche Inhalte werden diskutiert, welche Themen stehen auf der Agenda, was bedeutet das für uns als Hessen, wo müssen wir vielleicht auch Einfluss nehmen und sagen, wenn ihr das so und so macht, ist das für uns eher negativ oder aber auch sehr positiv. Beides wird begleitet und wir sind natürlich auch mit der Landesvertretung in Brüssel Service Point für alle Hessinnen und Hessen. Also wenn jemand aus Hessen, egal wo er herkommt,
ob er aus der Wirtschaft, ob er Privatmensch ist, ob er einer NGO angehört oder einem Verband. Wer glaubt, er hätte ein Anliegen in Brüssel und weiß nicht genau, wo er sich hinwenden soll, wer ist eigentlich mein Ansprechpartner oder meine Ansprechpartnerin, dem helfen wir natürlich. Sie können zu uns kommen, mit uns Kontakt aufnehmen und wir versuchen dann, sage ich mal, als eine Art One-Stop-Shop denjenigen zu helfen, in Brüssel sich zurechtzufinden. Das ist doch sicher im Moment auch ein anderes Arbeiten jetzt in Corona-Zeiten. Ne? Es kommt ja gerade bei Kontakten auch mit europäischen Partnern auch immer auf den persönlichen Kontakt an. Man will sich treffen, man muss unter Umständen Vertrauen aufbauen in bestimmten Bereichen, neue Drähte knüpfen. Ja, klar. Geht das alles digital jetzt im Moment? Ja, also sagen wir mal so, es wird digital gemacht. Ob es geht oder ob es wirklich dreht, ist wieder nochmal eine andere Sache. Also die Veränderung ist schon groß. Normalerweise habe ich versucht, als Europastaatssekretär jede Woche in Brüssel zu sein, einigermaßen. Also wenn Plenarsitzungen sind im Hessischen Landtag, dann bin ich natürlich nicht in Brüssel, dann bin ich bei den Plenarsitzungen dabei, wenn der Europaausschuss tagt, ist klar. Aber ich versuche schon regelmäßig kontinuierlich in Brüssel zu sein. Das ist jetzt vollkommen flach gefallen. Ja, ich bin jetzt praktisch entweder in der Staatskanzlei oder im Homeoffice, aber man versucht natürlich trotzdem die Kontakte zu halten zu den Menschen, die in Brüssel in unserer Landesvertretung arbeiten, aber auch natürlich zu den europäischen Partnern und vor allen Dingen zu unseren Partnerregionen. Wir haben ja in Brüssel in der Landesvertretung eine Besonderheit. Wir sind das einzige Haus in Brüssel, wo vier verschiedene Regionen aus vier verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten zusammen in einem Haus sind. Das sind so unsere Partnerregionen, die Veliko-Polska in Polen, die Nouvelle-Aquitaine in Frankreich und die Emilia-Romagna in Italien. Und gerade Italien und Frankreich sind in den letzten Wochen sehr stark gebeutelt gewesen. Und da versuchen wir natürlich auch engen Kontakt zu halten. Das klappt nicht so gut, finde ich. Jedenfalls bin immer jemand, ein Freund, der gerne den Leuten direkt in die Augen schaut und von Angesicht zu Angesicht. Aber wir kriegen es auch so einigermaßen hin, dass der Kontakt nicht einschläft. Jetzt ist ja die Europäische Union und der gesamte europäische Gedanke eine einzige große vertrauensbildende Maßnahme im Grunde. Ne? Wir wollen ja im Prinzip auch aus unserer Geschichte lernen und gerade wir Deutschen, wie viele Sätze beginnen mit diesem gerade wir Deutschen? Und wie ist denn jetzt, wenn wir wieder so Gedenktage jetzt haben, wir gedenken Kriegsende, wir gedenken des Schumann-Planes, der Schumann-Rede. Wie empfinden Sie denn die Stimmung zu uns Deutschen, gegenüber uns Deutschen, gerade bei den angesprochenen Partnern? Wie ist das im Moment einzuschätzen? Also das ist im Moment sehr unterschiedlich, muss man wirklich sagen. Prinzipiell haben wir ein wirklich gutes Verhältnis und es wird, das merke ich auch, immer sehr genau darauf geachtet, was machen die Deutschen eigentlich. Und viele versuchen auch, sich uns anzuschließen, wenn sie inhaltlich der Meinung sind und freuen sich, wenn wir vorne weggehen. Das ist nun mal so, wenn ein Größerer vorne weggeht, macht es für die Kleinen, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, ein Stück weit leichter. Also es wird schon sehr geschaut, was wir machen, aber natürlich auch immer mit einer gewissen Skepsis, wie freundlich machen sie es für die anderen. Die Diskussion in Italien im Moment über die Frage Unterstützung ist eine, die teilweise auch massiv gegen die Bundesregierung geführt wird. Es gibt in anderen Bereichen natürlich inhaltliche Auseinandersetzungen. Wenn ich zum Beispiel anschaue, was die polnische Regierung im Moment macht, dann kann ich dann sagen, das hat europapolitisch, hat das mit der Linie, die wir als Bundesrepublik Deutschland führen, nur sehr wenig zu tun. Ja. Und von daher gibt es natürlich tagesaktuell immer auch unterschiedliche Meinungen, aber insgesamt muss ich schon sagen, ist das Verhältnis, so wie ich es empfinde, bei meinen Reisen in die einzelnen europäischen Staaten doch sehr vertrauensvoll und gut miteinander. Wenn wir Europa auch mal als Zukunft sehen für uns alle, heißt es doch jetzt im Prinzip auch in der Krise jetzt das Richtige tun. Wir können ja gerade in dieser Corona-Krise unter Umständen auch von dieser europäischen Idee profitieren. Ich meine, wir haben die Angebote, dass zum Beispiel Patienten schon grenzüberschreitend ausgeflogen und behandelt werden. Ja. Wie können wir eigentlich diese europäische Idee jetzt nutzen, um auch gemeinsam durch diese Krise zu kommen? Also ich glaube, dass die Krisen immer dann Europa stärker gemacht haben. Es hört sich wie ein Paradoxon an, ist es aber wirklich so. In Gutwetterzeiten, sage ich mal, ist die
Bereitschaft, etwas zu verändern oder weiterzuentwickeln, immer geringer ausgeprägt als in Krisenzeiten. Das war in der Geschichte der Europäischen Union immer so. Immer dann, wenn es schwierig wurde, waren die Mitgliedstaaten auch bereit, weitere Schritte zur Integration zu machen. Und ich glaube, eins ist auch deutlich geworden durch diese Corona-Krise. Krisen machen nicht an Grenzen halt, schon gar nicht in einer vernetzten Welt, wie wir sie heute haben. Und von daher ist es einfach in unserem Interesse, egal wie nationalstaatlich man eingestellt ist oder nicht, es ist in unserem Interesse, dass wir gemeinsame Lösungen finden. Die Frage von Schwarmintelligenz will ich hier gar nicht größer ausführen. Aber alleine, wenn ich sehe, was wir an Forschung gemeinsam in Europa voranbringen, was wir auch geschafft haben, dort gemeinsam bei den europäischen Staaten Geld zusammen zu binden und zusammen zu sammeln, um im Bereich jetzt bei Covid-19, beim SARS-Virus, dort wirklich neue Wege zu gehen in der Frage, diesen Virus weiter zu erforschen, beziehungsweise Impfstoffe zu entwickeln oder aber auch Medikamente, die halt die Symptome lindern. All das wird europäisch zusammen sehr eng gemacht. Und von daher glaube ich, dass wir hinterher aus dieser Krise auch in der Frage der Restrukturierung der Europäischen Union nach Abklingen der Pandemie, wir noch enger wahrscheinlich zusammenrücken werden. Und das finde ich positiv. Mir ist noch ein Gedanke gekommen, weil ich Ihnen jetzt aufmerksam zugehört habe. Wenn man als hessischer Vertreter nach Europa geht, ist vielleicht unser Föderalismus in Deutschland, der ja ein bisschen in die Kritik gekommen ist hier und da, weil einzelne Länder auf die Pandemie unterschiedlich reagiert haben. Wir haben aber auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, nein, das ist eigentlich im Grunde eine Stärke, dass wir ja nicht nur über den Bund Dinge regeln können, sondern auch lokal unterschiedliche Entscheidungen fällen können. Wie wichtig ist denn, dass wir direkt aus den Regionen und somit auch aus Hessen für uns einen Kontakt nach Brüssel auch haben, zur EU haben und eben nicht nur den großen Kontakt, so darf ich es mal nennen, über den Bund haben? Ja. Also ich glaube, dass wir haben natürlich mit dem föderalen System der Bundesrepublik Deutschland ein System, was, sage ich mal, nicht vorherrschend ist in der Europäischen Union. Die meisten Staaten, Mitgliedstaaten sind eher zentralistisch organisiert und die Regionen haben dort bei weitem nicht die Möglichkeiten, die bei uns die Bundesländer haben. Ja, wir sind eigene Gesetzgebungsinstitution. Wir können im Bereich der Schule, im Bereich Justiz, Polizei, sind wir autonom als Bundesländer und auch in vielen Bereichen, wie man es jetzt sieht, bei der Infektionsschutzgesetzgebung, sind wir eigentlich die Ausführenden. Von daher werden wir in Brüssel auch anders wahrgenommen als Regionen in anderen Mitgliedstaaten, die nicht diese Gesetzgebungskompetenzen haben und bei weitem nicht auch die anderen Kompetenzen haben. Und von daher versuche ich auch immer deutlich zu machen, wir sind ja als vom Grundaufbau als Deutsche daran gewöhnt, dass man versuchen muss, über den Bundesrat auch die Interessen verschiedener Regionen zusammenzubinden, um dann eine einheitliche Linie für die Bundesrepublik Deutschland zu finden. Und wer Bundesratsdebatten oder Bundesratsentscheidungen verfolgt, weiß halt, dass das auch hoch hergehen kann, dass es das auch länger dauert. Aber das halte ich auch die Möglichkeit für Europa. Ja, dass wir versuchen, unterschiedliche Interessen, die einfach da sind, aus Geschichte, aus Tradition, aus der Wirtschaftsstruktur zusammenzubündeln. Und ich glaube, da wird schon geguckt, wie wir das in Deutschland als föderales System hinbekommen, um damit auch wirklich zeigen, dass unterschiedliche Interessen auch zusammen zu einem gemeinsamen Weg führen können. Ja. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft für die Jugend. Wie wichtig ist es, dass wir die Jugendleute wieder für Europa begeistern? Absolut notwendig. Ich habe heute Morgen ein Gespräch gehabt mit der stellvertretenden Landesvorsitzenden der jungen europäischen Föderalisten. Das ist also die Jugendorganisation der Europa-Union. Und wir haben da zusammengesessen und überlegt, wie können wir eigentlich immer mehr auch Jugendliche dafür gewinnen? Ich glaube, dass die Jugend der Schlüssel dazu ist. Ich bin immer noch, also ich selber bin geprägt davon, dass ich als
15-, 16-Jähriger einen Schüleraustausch nach Frankreich machen konnte. Das war damals mein erstes nicht deutschsprachiges Land, das ich besucht habe. Und das war für mich wirklich eine so tiefgehende Erfahrung, von der ich heute noch zehre und mich immer wieder neugierig macht auf andere Menschen, auf andere Kulturen, auf andere Traditionen. Und ich glaube, dass junge Menschen, die schon früh wissen, wie andere Menschen in ihrem Alter, in anderen Staaten ticken, wie die leben, was deren Hoffnungen, Wünsche und Ängste sind, die auch dann im Laufe der Zeit immun werden gegenüber nationalistischen und anderen Tendenzen, die eher kontra Europa sind. Und von daher ist es so wichtig, junge Menschen früh damit mitzunehmen in diesem Bereich. Die jungen europäischen Föderalisten haben ein tolles Schulprojekt, das heißt Berlaymont 1040, also die Adresse der Europäischen Kommission in Brüssel, wo sie in die Schulen hineingehen und junge Menschen für junge Menschen über europäische Strukturen arbeiten und gemeinsam auch Lösungsmöglichkeiten für Europa der Zukunft versuchen auszuarbeiten. Das ist eine ganz tolle Sache. Es gibt viele andere Bereiche in den Schulen, wo Gott sei Dank sehr viel Europa gemacht haben. Wir haben die Europaschulen in Hessen, die eine tolle Arbeit machen, den europäischen Wettbewerb. Und ja, wir fangen bei der Jugend an. Je früher, desto besser. Dann nehmen wir das als Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Weinmeister, und ein Gruß aus Wetzlar in die Staatskanzlei nach Wiesbaden. Ja, herzlichen Dank. Habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und freue mich, wenn wir uns mal wieder hören. Ich denke, wir sollten mal einen Ausblick in die Zukunft wagen. Sven, wenn man sich so lange mit Europa befasst wie du, was hast du für Visionen? Ich will gar nicht auf diesen Helmut Schmidt-Gedanken, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, kommen. Aber man hat ja auch Vorstellungen, Wünsche. Was könnte aus Europa werden? Vielleicht auch Befürchtungen. Wie stellst du dir das vor? Wie soll es weitergehen? Frank, unseren politisch Verantwortlichen wünsche ich eigentlich, dass sie es wieder schaffen, Feuer zu entfachen bei den Menschen, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen am europäischen Gedanken zweifeln, die nicht mehr an die Idee glauben. Den Menschen wünsche ich, dass der Gedanke auch bei ihnen ankommt, dass wir es damit auch gemeinsam schaffen, sich erstärkende Kräfte, Extremisten zurückzudrängen. Dass wir nicht immer auf die EU schimpfen, die eigentlich gar nichts dafür kann. Das Konstrukt ist gemacht von den Nationalstaaten. Also, dass wir diese ganzen Mythen um Gurken, Bananen und Co., Traktorsitz vielleicht einfach mal ein bisschen in den Hintergrund schieben und sehen, was bringt uns das ganze Projekt eigentlich. Zusammen, 500 Millionen Menschen sind wir stark, da haben wir eine Stimme. Mit unserer Vielfalt, kulturell, sprachlich, ist das ein ganz tolles Projekt. Historisch sind wir verbunden und ich glaube, wir brauchen das einfach. Wir können zusammen wachsen und das wünsche ich mir auch. Ich denke, die Europäische Union wird hier und da vielleicht auch wieder wachsen. Vielleicht kommen die Briten auch wieder zur Vernunft, so sage ich es einfach mal. Und wir haben so ein bisschen europäische Identität, europäische Demokratie mit einem gestärkten europäischen Parlament. Das würde ich mir wünschen. Besser hätte es, glaube ich, niemand sagen können. Und ich möchte mich schon mal ganz herzlich bedanken, dass du heute bei dieser Sendung mitgemacht hast. Danke. Wenn ja mir eigentlich die Europa-Union einer der Auftraggeber ist, aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass man auch so einen tollen Gesprächspartner dann bekommt. Ich darf mich bedanken bei unseren weiteren Gesprächspartnern, bei Herrn Kreuter, bei Herrn Dette, Herrn Weinmeister. Und möchte mich auch bedanken bei unseren Technikleuten von der Firma CB Akustik, die das realisiert haben, was wir heute hier machen. Aber zwei Leute sollten wir auch erwähnen. Das ist Frau Birgit Klein vom Land Dillkreis und Frau Kurz, Isabel Kurz von der Stadt. Mit denen hast du ja auch schon öfters zusammengearbeitet. Genau, die beiden machen eine ganz fantastische Arbeit für Europa, jeweils in ihren Organisationen. Organisieren Fahrten, Veranstaltungen. Mhm. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit mit der Europa-Union Land Dill. Ich bin ganz dankbar, dass der Land Dillkreis, die Stadt Wetzlar und wir so eine fruchtbare Synergie hier nutzen. Letztes Jahr im Forum Wetzlar, die große Europa-Aktionswoche. Dieses Jahr geht es in dieser Form weiter und ich hoffe und denke auch, dass es in Zukunft gerne auch mit euch fortgesetzt werden kann. Denn ich glaube, die Digitalisierung wird uns jetzt noch viel stärker begleiten. Viel mehr Möglichkeiten werden wir nutzen können, Frank. Und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Das würde mich sehr freuen. Ganz herzlichen Dank. Und das Schlusswort soll heute musikalisch erfolgen. Und in unserem Intro hatten wir ja schon so ein bisschen das Europa-Thema Freude, Schöne, Götter, Funken hören können. Aber jetzt habe ich was ganz Besonderes für Sie dabei. Und zwar
schalten wir nach Südfrankreich zu dem Pianisten Michel Crozot. Er ist bekannt geworden und hat eigentlich in Europa Spuren hinterlassen als Produzent und Komponist der Sängerin Marla Glenn. Und jetzt sitzt er am Piano und spielt für uns seine Version von Freude, schöner Götterfunken. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Zeit. Und das Schlusswort hat Michel Crozot, und zwar musikalisch.